So, da sind wir wieder mit Green Hell. Boop, boop. Ja. Moin. Hello again. Wir haben das Game durchgespielt in der Folge. Jo. Ich muss mich erstmal hinlegen. Und ihr? Ich gehe mich erstmal waschen. Ich fühle mich sehr schmutzig heute. Ich esse was. Also, ich habe mich wieder aufgepäppelt. Topfit, ey. Ich bin eigentlich auch ganz okay. Ich lege mich hin. Mach das. Ja, Energie fehlt, aber sonst. Ich bin fast tot. Die kann man immer aufbauen. Ich bin fast tot. Ja, okay, das ist auch gut. Wir suchen immer noch Bambus, ne? Und sonst müssten wir mal gucken. Jo. Wie sieht Bambus nochmal aus? Wenn einer Bock hat, kann er mal unten am Wasser zu diesem Eisenofen gehen und gucken, ob er das versteht, was man da machen muss. Weil ich konnte kein Feuer reintun und keine Kohle reintun. Aber es sieht eigentlich aus, als wenn da glühende Kohlen rein sollen. Keine Ahnung. Ich bin gerade unten, ich gehe gleich mal gucken. Du musst einfach nur eine Glut reinmachen. Ja, habe ich probiert, ging auch nicht. Vielleicht bin ich aber ich mir einfach zu doof angestellt. Kann natürlich sein. Ich habe gar keine Proteine, ey, was ist das hier? Keine Proteine, muss Fleischsuppe da essen. Ja. Für mich ist nichts dabei, ich bin Veganer. Dann gibt es nur Bananen. Halt ja, Großkatzen-Dings machen wir jetzt rein. War schon mal einer von euch am Wasserfall? Ich bin im Wasserfall, nee. Alter. Du bist im Wasserfall? Mhm, bin reingelaufen, aber das ist nichts. Da hinten. Aber da war auch eine Pflanze, wo Nüsse am Boden lagen. Unbekannte Nüsse. Ist vielleicht ganz cool. Bruno, warte mal, bleib mal stehen, gut, dreh dich nochmal um. Ich hab mit deiner Hand. Ja, da ist. Aber warte mal. Ich wurde gekratzt und hab Verband drauf gemacht und so sieht das jetzt aus. Ja. Wie könnte man einen Verband machen? Mit diesem Molinara-Blatt. Einfach das. Aber ich habe auch Tabakblatt. Das kannst du kombinieren. Ja, hab schon alle. Hab schon alle ausprobiert, mit nichts kommt. Okay. Auch mit unbekannter Blume. Aber hast du das Gefühl, dass du irgendwas macht? Nö, oder? Nö. Vielleicht ist das auch am Abheilen. Das zeigt nur die ganze Zeit an, inspizieren, aber... Okay, also sonst würde ich denken, das heilt vielleicht ab oder so. Ja, vielleicht. Weil das sieht auch nicht so aus, als ob es jetzt schon entzündet ist, sondern... Nee, ich finde auch, das sieht eigentlich harmlos aus. Boah. Ich versuche gerade nochmal einen Fisch mitzubringen. Ah, der Fische den? Weg. Fisch it out. Also wie gesagt, mit diesen Steinfallen und diesen Geckos. Hat jemand Geist? Eigentlich ganz gut Fleisch. Im oder Spiel oder generell? Spiel. Achso, nee, das ist alles gut. ja, toll. Euch alles gut? Wie fühlt man denn die Gesundheit auf? Ich check's nicht. Wenn du nur gutes Zeug isst. Ja, du musst ja alles auffüllen. Energie, der graue Balken ist voll. Achso, unten aber, meinst du das? Ja, aber da fühlt sich nicht auf, da ist ganze Zeit rot. Der muss schlafen, das geht nur mit Schlafen. Nein, habe ich schon. Du meinst unter dem Lebensbalken quasi? Nein, es gibt da mal den Lebensbalken. Genau, da hast du diesen in kleineren Balken. Und dann gibt es einen. Ausdauerbalken hat zwei, einen unteren und einen oberen, aber diese Balken sind beide gleich. Ja, ich bin aber beim Lebensbalken. Hä? Da gibt's noch. Hab ich auch nur einen Balken? Ich auch. Okay, bei mir ist aber einmal ein roter Balken, ein kleiner. Das fällt irgendein Rüstungsstück an oder so. Grauer, nein. Nee. Vielleicht ist das wegen deiner Wunde. Vielleicht beeinträchtigt die dich irgendwie. Oder ist das vielleicht eine Warnung, dass du besonders hässlich bist? Bruno, gönn dir mal die Pilzsuppe, vielleicht hilft die dir. Warte, ich will mal, dass der graue Balken vorgeht. Nee, der wird so nicht vorgehen, stimmt. Geht ja nur niedriger. Mario, was meinst du, wo man die Glut reinmacht, unten in den Ofen oder was? Ja, kannst du probieren. Ich habe da keine Glut reinmachen können. Ich habe kein Werkzeug dann dafür. Dann machen wir jetzt mal, wann weiß man, muss ich Glut schon auffüllen? Mein Gott, auffüllen. Perfekt. Ach, du meinst das längliche, das hohe ich Ding? Ich habe jetzt alles voll. Ja, genau. Und die fühlt sich immer noch nicht auf, die Energie.
Das ist wie so ein Kohlesymbol. Müssen wir da Kohle rein? Okay, wo kriegen wir denn Kohle? Ja, ich habe auch probiert, Kohle reinzuziehen, aber hat er auch nicht gemacht. Wir haben ja hier jetzt genug Kohle rumliegen in der oberen Kiste. Ich habe hier übrigens noch Zeug reingelegt, Andi, ne? Pilze, Nüsse und Co. Sehr gut. Er hat Zeug reingelegt. Ja gut, Nüsse, den kann man ja so essen, da kann ich nichts mitmachen. Echt? Okay. Dann lege ich jetzt Fleisch wieder rein. Es geht, ja. Pilze auch. Also ich kann, wie gesagt, ich habe oben 5 Fallen. Da ist regelmäßig dann 5 von diesen Viechern drin. Wer kotzt denn da, Alter? Ich habe nicht gekotzt. Ich habe nur ein rohes Ei gegessen. Ja. Und war lecker? Nur 10 Proteine angegeben. Geht so. Geht so lecker. Ja. Mein Gott, die Pilze, die gehen auch schnell kaputt. Was mach ich denn mit den Tierexkrementen? Ich würde es essen. Habe ich letztes Mal aus Versehen gemacht. Ach, eine Suppe draus. Fand der nicht lecker. Hab mich denn so schwer beladen? Ah, ich habe Verbände dabei, die lege ich mal oben rein. Dann. Ich habe irgendwie Funkienverbände hergestellt, normale Verbände hergestellt. Ah, und ich habe diese Spinne noch, soll ich die mal killen? Ja, dieses Herzpochen packt mich ab. Hast du immer noch? Ja, die ganze Zeit. Okay. Leute, hier, gute Pilzsuppen. Infusionsmäßig. Ja, doch nicht, das sind nur Pilzsuppen. Ich habe alles voll, hat keinen Sinn. Für mich zumindest. Die Bananen, wie die aufgereiht sind, voll geil. Kann man doch stapeln, Mann. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen Fleisch hier, ne? Wenn ich gucke, müssen wir auch schnell verwerten eigentlich. Ja, das ist hier oben von den Fallen, die ich hier habe. Ja, ich ja, krieg immer 5 Fleisch. Deswegen ist ja gut zu Dings. Das ist eigentlich umso besser, ne? Diese Trockenanlage. Ja, die läuft da auch, aber die ist noch nicht gefüllt. Ja. Naja, ich mach baller hier Wasser rein, dann mache ich da wieder Fleisch rein. Bin ich auch dabei. Aber nice, dann wird das ja halbwegs was mit dem satt werden und nicht mehr verhungern unbedingt. Ja, wir werden besser als in den letzten Folgen, das stimmt. Aber ist halt auch dumm, ne, weil hier läuft die ganze Zeit ein so ein Gecko rum, aber ständig sind da 5 tote Geckos oder Salamander da in der Falle drin. Das ist halt nicht Sinn der Sache, die löst anscheinend halt automatisch immer voll aus. Ja. Aber ist ja gut so. Kann man halt hart abusen, ne? Müssen wir ja auch, sonst schaffen wir das nicht. Ich will Pilz und Fleisch da reinmachen. Ah, gewährt. Die Sachen können wir ruhig zerstören, ne? Die hier rumliegen, die so gammelig sind. Ah, ja, stimmt, die kann man ja zerstören. Ja, das stört, auch wenn die hier so rumliegen. Ich räume auch gefühlt seit 10 Minuten hier nur auf, weil sich alles noch so rumliegt. Was mache ich mit der brasilianischen Wanderspinne, Jungs? Lass sie wandern. Ich kann. Ah, jetzt ist sie tot. Jetzt kann ich nur essen oder zerstören. Vielleicht kann ich die ins Wasser hauen. Wollen wir nochmal losziehen, Bruder? Was meinst du? Ja, gleich. Oder bist du nicht so fit? Aber mir kann einer mal so ein Egel rausziehen. Ich weiß halt auf jeden Fall, dass mich was trifft, ich instant tot bin. Ah, okay, nee, dann. Bruder. Ja, bitte. Egel bitte rausziehen. Wo? Ah, warte. Ich seh's. Ah! Machst du bei mir auch? Geil. Ja, ja. Wir touchen uns gegenseitig. Geil. Beste. Ah, zieh ihn raus! Oh, ich hab auch so viel Apfelschnecken und so, die sind doch scheiße, oder? Die bringen ja nichts. Ja. Oh, irgendwas werden die schon bringen. Ganz nutzlos werden die nicht sein. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Das ist Starter. Ich hab hier Seerosenblüte manchmal in die Kiste rein, weil die kann man ja bei Vergiftungen nutzen. Ne? Oh, Alter, das ist das einfach aus Versehen. Hab ich auch schon gemacht. Oh, hier ist ganz viel vergammelt, Jungs. Ah, hier ist das Kohle. Alles gut. Mein Gott. Ja, das sah aus wie Kacke, ey. Ihr seid echt zu weit. Kacke. Profis. Ah, ich mach die Spinne jetzt hier rein. So. Mein Gott, das nimmt alles so viel Platz weg. Rose hin, Fleisch, Apfelrotkohl, Schnecke. Rosen? Rosenkohlschnecke. Jo, ich habe hier Seerosen, habe ich auch 2 reingemacht. Wegen Lebensmittelvergiftung. Sehr gut. Hab ich extra. Oh, da ist die Spinne. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, Alter. Warum? Hast du nur angeschaut, oder was? Ja. Ist geil, ne? Eigentlich ist schon ganz gut. Ja, ich finde die sieht cool aus. Die waren in so einer Falle, das ist bestimmt auch wieder was. Aber der Skorpion ist leider schon verdorben. Oh, schade. Ich habe Larven, habe ich noch. Ey, ich weiß echt gar nicht, was das ganze Kram bringt.
Hat er die Larven? Weiß ich nicht, hau weg. Scrap, sagst du? Also die Obsidian-Sachen sind auf jeden Fall viel stärker als die Steinsachen. Ich habe ein bisschen Obsidian in die Kisten gelegt, damit könnt ihr auch bessere Werkzeuge machen. Eine Axt habe ich, da hast du recht. Nice. Ich glaube, ich ziehe nochmal los, ich habe eigentlich... Warum bin ich so langsam? Bin ich geduckt? Müssen gleich doch erstmal pennen, oder nicht? Ich war geduckt, oh, das war's. Ach, pennen. Hier, es gibt so einen Pilz, der scheint im Dunkeln, der ist auch nicht schlecht. Der ist echt gut, der Grüne. Grüne, oder was? Ja, so genauso fluoreszierend. Den kann man so essen, nee. Der Kollege. Ja, den kann man auch gut zubereiten, glaube ich, meine ich. War das. Weil der gibt 2 Energie, 5 Kohlenhydrate. Leute, haut euch die Suppen. Okay, hier hat jemand, sehr gut. Ich habe eine reingehauen. Ich habe nur nichts zum Auffüllen. Ich gehe nochmal kurz über den Stamm. Ich gucke einmal nach rum, ob ich was finde. Ich gucke nochmal, was die Suppe gibt mit dem Pilz. Ich meine, da war auch was Gutes. Mit diesem Leuchtpilz? Ja. Wir brauchen mehr von diesen Trocknungsracks, das dauert ja ewig. Ja, ich glaube auch, das macht Sinn, wenn wir da noch ein zweites haben. Geht doch nicht so wild. Vor allem kann man das Trockenfleisch wahrscheinlich auch mitnehmen dann. Jo, geh ich von aus. Das wird bestimmt lange halten. Und gibt wahrscheinlich auch ganz gut Werte. Wie sieht denn Bambus aus? Meine Güte. Was machen wir denn echt so einen Campingurlaub? Das wäre doch voll geil. Seven vs. Wild mäßig. Ja. Wir machen... Bambus-Trockengestell. Seven vs. Wild, aber alle zusammen. Alter. Tötet Parasiten, ja. Ich glaube, es würde sehr schnell sehr schief gehen. Ach ja. Noch was auf Malle am Strand. Richtig Camping, sagst du? Seven vs. Bierkönig oder was? Ne, nicht Ballermann. Schon gediegen, ne? Bisschen Strand, bisschen Baden. Ja. Boah, das wäre jetzt schön. Oh. So, was ist hier denn passiert alles? Ist hier auseinandergefallen? Ich hab das gerade kaputt gehauen. Ich brauch lange Stecker. Ah, chillig. Ist hier einfach nur so aufgebaut oder was? Was? Ach, egal. Hä? Wo drehst du? Die sind für Blätter. Oh, da kommt man jetzt nicht mehr so gut hin. Scheiße. Egal. Übergehen. Oh. Ich dachte schon, mein Typ gähnt und hab mich gewundert, ich bin noch voll. Bruder, du hast Kacke am Arm. Das sieht echt so aus, ey. Warte mal. Ja, das geht aber nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wofür die Ameisen sind. Ja. Warte mal, komm mal her. Komm mal ein bisschen raus. Das ist irgendwie so ein Speicherding. Die Stecken können auch eigentlich gut, wenn du eine Angel baust, als Köder dafür sein, ne? Oh, perfekt. Oh, Glück gehabt, nicht hart verbrannt. Haben wir Maden? Ah, Maden, stimmt. Die sind doch für so verdorbenes Fleisch. Wir haben aber keine, glaube ich. Hier hatten wir noch welche. Ah, hier. Eine Larve ist das. Fast das gleiche. Nein, ist nicht. Fuck. Oh, jetzt habe ich Egel und kann die nicht wegmachen. Egal. Komm zurück. Aber Maden, wo waren Maden? Ups. Habe ich auch irgendwo oben reingepackt. Die sind dicker, glaube ich, ne? Oder nee, andersrum. Larven. Ne, ja. Da ist die Spinne, mega. Jo, ist krass, ne? Harz. Larven sind hier, aber die bringen nichts. Aber Maden, wo flippen die Maden? Oh, jetzt geht die geistige Gesundheit runter, weil ich diese scheiß Viecher nicht rauskriege, ehrlich. Ah, nicht schlimm. Jo, stimmt. Bist du hier lecker essen? Soll ich Maden mitbringen? Hält sich ins Feuer. Ja, wenn du kannst. Ja, ich hab grad welche hier liegen. Nehme ich mit. Hier ist nämlich ein Kadaver. Sehr gut. Knochen. Gibt auch euch mal Maden. Zum Testen. Maden hat der Sascha gerade in seinem. Goddammit! Alles voll mit Maden. Ich hab schön Fisch gerät mit. Von Weitem gesehen, wie eine Kokosnuss gedroppt ist, aber ich finde sie nicht. Ja, das ist cool, ne? Wenn man die Sachen gerade noch so runterfallen. Ich dachte so, aber es war so weit weg, ich muss voll den Umweg gehen, jetzt finde ich nicht mehr, wo das war. Du kannst ja auch abschießen, wenn du die oben siehst, ne?
da abwerfen. Echt? Ach cool. Dann fallen die runter, ja. Ist krass. Realistisch. Wüsste trotzdem gern, wie Bambus aussieht. Ja, das ist das Einzige jetzt, was ich gerade noch nicht gesehen habe. Ja. Ja, fehlt uns komplett, ne? Irgendwo anders im Land. Falls noch jemand Seile hat. Ja, ich habe welche, wo. Ja, genau. Ist schon fertig. Budo hat schon fertig gemacht. Sehr gut. Alter, wie lange das Fleisch dauert, muss man irgendwie beschleunigen können. Auf diesem Trockenrack nicht, oder? Das ist ein Trockenprozess, ja, dauert das hat halt, keinen, ne? Sinn. Nein, warum nicht? Alter, oder das gibt extrem viel, Alter. Eins von beiden. Es ist hält halt, dass du es mitnehmen kannst. Es vergammelt halt aus mir. Trotzdem. Ich find's auch übertrieben. Du kannst ja viele, guck mal, du kannst für eine Person, ist ja schon nicht ohne, guck mal, das sind 6 so Dinger. Ja, 7 sogar. Ja. Und du machst das, du lässt es ja hängen und dann machst du diese andere Sachen nebenbei jetzt. Ja, aber trotzdem, wie viel haben wir jetzt gemacht, ey? Oh, Eidechse. Guck, ob ich die krieg. Huh. Ah, Eidechse? Jo. Junge, ich brauch die Bahn. Oh, no. Ah, ich darf die nicht. Hast du? Kidding? Nee, nee. Oh, die sind so richtig scheiße. Oh, Alter, wie schnell die waren. Jo. Die Bahn, soll ich die droppen? Warte mal, du hast Egel. Ah, da, die läuft hier lang. Warte mal. Die hab ich gleich. Da ist noch irgendwo. Liegen auf dem Boden. Achso. Musst weggucken. Achso, jo. Aber du musst noch meine Maden. Ah, ich hab noch Egel. Ah. Wo? Weiß nicht. Warte, ich guck mal. Linke Wade waren für welche. Ne, das ist aber weg. Ah, ne, du hast meine Arme. Ausschlag. Oh, man. Funk hier im Verband besser. So laufe ich nach da hinten. Bar, mit Maden geht das. Hat das überlebt, aber an die hier oben, die fallen, da kannst du die einfach hier. Was geht mit Maden, Bruder? Was hast du gemacht? Ah, du hast die Runde drauf. Komm mal hier hoch, Andi. Echt? Geil, ja, ey. Such mal ein Schwertmesser. Die drauf. Aber nur auf die eine, ich brauch mehr Maden. Ach shit. Oder ist kaputt gegangen, glaube ich. Leider keine mehr. Was sagst du? Komm mal hier hoch, wo ich bin. Ah, dann ist das totes Fleisch, dann fressen die das weg oder ja, hier, da sind die Fallen. Ja. Kannst du einfach die Echsen rausnehmen und die wieder scharf stellen für immer. Und jede Echse bringt ein Fleisch. Also, sind wir da eigentlich gut aufgestellt. Wie kriege ich die heraus? Deswegen heile ich auch, glaube ich, nicht. Okay, aber ich muss die gut erwischen. Macht Sinn. Ja, die haben einen Trigger. Wo war der Kadaver? Links so? Da war nichts mehr dran. Boah, ist schwer zu beschreiben. Alter, die Echse hier oben ist, glaube ich, verpackt. Ja, ich kann einfach mal gucken. Ja, bei der einen musst du ein bisschen runterspringen und so. Das ist ein bisschen auf zu engem Raum gebaut. Ich bin voll, ich krieg die nicht eingepackt. Ah, da unten ist sie voll, warte mal. Was habe ich jetzt dabei? Verbände jede Menge. Okay. Alter, wie kann ich den drehen? Was drehen? Hä? Hat einer Bock von euch Verband mitzunehmen? Ich hab so gut. Viele. Was ist? Ja, leg doch in irgendeine Kiste. Ja, da ist ja irgendwo Platz. Oder? Ich guck mal. Ist alles voll. Die brauchen so viel Platz, die Dinger. Noch mehr Kisten bauen. Was macht denn die unbekannte Blume? Soll ich mal essen? Ja, ruhig. Sollen wir die Echse mal hier einfach rumliegen lassen, damit der Maden drankommt? Wenn es funktioniert. Denke ich mal auch, ne? Ich leg's hier vorne hin, also nimm die nicht auf. An die Steine lege ich die hin. Chillig. Boah, chillig. So. Nein, das ist auch noch zu. Ich leg die vor die Tür. So. Also machst du noch eine Kiste da hin? Ja. Ich mach den Eidechsenkörper, sammle ich ein, oder? Nein! Nee. Ich hab doch extra gesagt, ich nicht. Er hat's gemacht. Ich hab nicht drauf geklickt. Ja, ich hab Ekel. Kannst du mal bitte meinen Wurm raus? Jo, bleib stehen. Ich hab dir genau dahin gepackt, wo der kleine Wurm ist. Krass, ey. Das Problem ist, wir haben hier oben jede gerade Fläche schon jetzt gebaut. Ich hab noch. Ich kann hier nicht mehr wirklich die reinsetzen. Hä? Wo? Ah, warte. Na, ich schlaf grad hinter dir ein. Mann, ey. Ja. Auf C gedrückt zum Ducken, warte. Ja, jetzt. Ist weg, ne? Ich hab noch irgendwo was. Okay. Am Abend vielleicht. Ich lauf mal hinter dich.
Ne, du hast einen anderen Ausschlag, oder? Ja, der unten an der Wade, ich sehe einen, aber ich kann ihn nicht nehmen, warte mal. Ich sneak mal rum. Ja, der rechten Wade sehe ich einen, aber er wird mir nicht angezeigt. Zum Wegnehmen. Ah, jetzt hat er. Jo. Jetzt. Jetzt haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Sehr Danke. Gut. Voll Aufwand, er ging irgendwie nicht. Ich drop. Also ich. Ne, die Verbände mache ich gleich in die Kiste. Mach gerade die Kiste fertig, ne? Jo. Brauchst du noch Seile, Machi, oder? Für die Kiste nicht, ne. Oh, ich hab so viele dabei, ich hänge die gleich nochmal auf den Halter draußen. Falle! Wo ist jetzt die Eidechse? Ich hab die aus Versehen aufgesammelt. Eingesammelt. Naja. Achso, aber kannst du ja wieder hinlegen. Der hat, glaube ich, zerlegt, warte mal. Naja. Da ist noch eine Eidechse. War ein Fail. Aber die Eidechse da sind ständig wieder da. Geh einfach kurz hoch, naja. Dann müsst ihr gleich gespawnt sein. Der sei halt aber. Truhe braucht diese Feuerbretter, davon haben wir gerade keine. Ist einfach eine Kokosnuss runtergefallen, Leute, wer Fett braucht. Unten oder was? Ich muss eh runter ans hier. Wasser. Hier vorne direkt. Direkt bei dir. Wo ich okay. Jo, nehm ich. Wer noch Feuerbretter hat, die brauchen wir, um die Truhen fertig zu machen hinten. Winkelt hier einer? Was war das für ein Geräusch? Nee, ich hab Kokosnuss aufgemacht. Ach so. Wie macht man denn diese Feuerbretter-Dinger? Die lootest du, wenn du größere Bäume umhaust. Ah, okay. Hab ich noch nie gemacht. Stupid piece of shit! Stupid piece of shit! Warum flucht der so rum? Ich check's nicht. Ist deine Energie low? Nö, eigentlich nicht. Low. Ich leg unten mal Blattverbände rein. Einige. Ich hab echt voll viele. 8 Stück. Übertrieben. Warum kann ich eigentlich trockene Tabakblüten und so getrocknet nicht da rein machen? Vorher machen. Verstehe nicht. Verstehe auch nicht. Wegen dem Nikotin, das ist ungesund. Wahrscheinlich. Was willst du machen, Andi? Na, ich mach wieder Feuer an, aber ein bisschen dumm, dass man das hier nicht. Manche die grünen Pilze sind gut, sagt ihr? Ja, diese leuchtenden, die kannst du essen, ja. Die sind echt gut. Son of a bitch! Ja, hat der auch rumgeflucht, oder? Mhm. Das ist geil. Wollen wir mal die Nacht überspringen oder so? Ich weiß nicht. Ich habe Feuer gemacht. Können wir eigentlich machen, warte. Ich renn gerade noch hoch zu euch. Das böse Rennen. Er rennt hoch zu uns. So. Jetzt gehe ich wieder in mein Bett. Ali? Sofort. Ich penne. Oh, schon 5 Uhr. Ja, dann lass uns aber mal zeitig so um 9 Uhr aufhören oder so, 8 Uhr. Jo. Ja. Okay. Oh, lecker. Jetzt hier schön. Ich hab Fleisch. Und weiter geht's. Mann. Ruhiger Schlaf. Sehr schön. Ich habe eine unbekannte Blume, die ist getrocknet. Keine Ahnung, was das bedeutet. Respawn Punkt aktuell. So, jetzt gehe ich mir selber Bomben suchen, weil der Versager das ja nicht hinkriegt. Ey, bist denn du jetzt so? Eine Aufgabe kriegt ihr. 3 Tage hattet ihr Zeit. Ja, das stimmt. Ey. Wer läuft nach vorne? Von einem Jaguar gefistet. Hier ist doch Bombus, Alter. Was ist los mit euch? Wer hat das blaue Shirt? Wer läuft hier vor mir rum? Dreh dich mal kurz bitte um. Und ja, bitte. Ich mach mir mal einen Egel weg, bitte. Danke. Alter, Jungs, ich hab was gegen Fieber. Ich hab was gegen Fieber gefunden. Ja, was denn? Ich hab eine unbekannte Pflanze. Unbekannte Blume. Noch was. Und wenn man die aufkocht, dann. Hä? Irgendwann muss ich noch was haben. Ja, hier innen am linken Bein innen. Ach da. Dankeschön. Wo hast du Bambus gesehen? Ich glaub mal ja von der Kokos. Nein, ich hab nicht Spaß gemacht. Man kann was mit den Ameisen machen. Wie weit kann ich hier laufen, bevor so ein Leopard random. Kommt? Ist random. Randy random? Ja, Randy random. Irgendwas kann man mit Ameisen machen, das ist interessant. Was kann ich jetzt aus Knochen machen? Also, entweder sterbe ich jetzt oder ich komme siegreich nach Hause. Ja, ich kann auch noch mitkommen, aber
Ja, selbst wenn du dabei bist, glaube ich. Ist egal, sagst du? Weg. Okay. Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein... So ein Eidechsenkörper vergammelt. Wie sieht das aus? Kann ich dem Leopard einfach wegrennen oder kriegt er mich? Der kriegt dich. Der hält auch ein bisschen was aus, also kannst du ihm gut geben, aber... Kein Speer mit. Ja. Ich will eigentlich nur Bambus finden. Kann ja nicht sein. Ah, ein Tukan. Er du kann willst einfach kann nur Tukan. Finden. Kein Platz mehr im Rucksack. Halt durch, Bodo. Machi, was meinst du jetzt? Du hast Bambus gefunden, oder? Nein. Ah, Maden. Yeah. So. Ich habe eine Höhle gefunden. Ist das smart, da reinzugehen? Ja, bestimmt. Ja. Macht man doch immer so, wenn man im Dschungel ist und eine Höhle findet. Ich höre ein Kratzen. Viel Spaß. Ja. Oh, da war ein Skorpion. Machi ist tot. Machi ist tot. Nein. Ich bin über einen Skorpion drüber gelaufen, der hat aber nichts getan. Ist er nicht gestorben? Hat Glück gehabt, der hätte dich... Naja. ...killen können. Er hätte dich mit deinem Schwanz erstechen können. Zumindest mit meinem. Er dich mit deinem. Mit seinem eigenen. Tierexkremente, nee, nicht schon wieder. Vielen Dank. Ich hab schon so viel mitgenommen, ich weiß nicht wozu. Ja, was ist aber neu hier? Ah, Maden. Maden nehme ich mit für Budo. Ja. Ja, nicht nur für mich. Für die Made. Budo, die Made. Ja, nee, ist ja sinnvoll. Unbekannte Blume, unbekannte Kräuter. Ja, nehme ich auch mal mit. So. Das wird wahrscheinlich so sein, wie du sagtest, ne, mit dem Biom. Ja, das kann schon bisschen, sein. Bisschen, das bis zu einem gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt. Ist ja mega hart. Mal. Wie unser Cock. Ja, aber es ist echt hart, wenn wir woanders hingehen sollen, komplett. Ich meine. So, ja, dafür brauchen wir halt Trockenfleisch und, glaube ich. Jo, stimmt, Trockenfleisch, das wäre wahrscheinlich das Beste. Ja. Wir müssen uns noch vorbereiten. So 8 Folgen. Wie seid ihr denn schon so gegangen? Seid ihr nochmal über den zweiten Flussschwang gegangen? Ja, oder? Ja, wir waren eigentlich schon recht weit. Würde ich, oder Budo? Vom Gefühl her sagen, wir waren recht weit. Ah, toter Papagei. Sammeln. Unbekannte. Das ist wieder so eine dumme Aktion, die ich hier mache. Vielleicht sterbe ich, weil ich wieder irgendwas übersehe und dann alles, was ich bisher gefunden habe, wieder immer gemacht. Oh, schönes Wetter. Jo. No. Mega das Lager hier aufgebaut, aber in Wahrheit bringt es nichts, weil wir weiterlaufen. Jo. No. Wir das Lager da aufbauen können, wo das schon stand, fast. Ja, das stimmt. Ja. Also ich bin jetzt hier in diesem Dorf. Wart ihr auch schon, ne? Naja. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon... Ich komm zu dir, mach ihn. Nicht erschrecken. Ich wollte sagen, ist hier irgendwas Spannendes? Nee, wir haben außer, dass ihr hier 1000 Kokosnüsse hingeschmissen habt. Hier ist ein Trockenrack, aber das ist noch nicht fertig. Wir können dann Feuer machen, dann haben wir Essen gleich. Und ich habe Egel. Gucken, ob ich die wegkriege alleine. Ne, ich brauche Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Nur das erste Fleisch schon zu 3/4 fertig. Ich brauche Hilfe, Machi. Ich brauche was. Was denn? Egel? Ich hab Egel an mir, ja. Noch mehr? Jo, guck mal. Ne, ist weg. Passt, danke. Ich habe mir noch einen Bogen gecraftet. Habt ihr hier das Fleisch aufgehangen? Nee, das war da. Wir müssen es nur noch trocknen. Sind noch fertig trocknen. So, deswegen dachtest du, da muss ein Feuer drunter, weil da ein Feuer drunter ist einfach jetzt schon. Nee, wir haben es hingemacht vorhin. Achso. Wo ist das denn da? Da können wir auch, da habe ich auch ein Feuer hingesetzt, da kann man irgendwas zusammenbrauen. Zeremonielle Schlüssel. Ja, aber so was müssen wir ja auch selber bauen können, theoretisch, oder? Ich weiß nicht, aber oder das nutzen, was da ist, ne?
Wir können auch ein richtiges Lagerfeuer machen, ne, inzwischen. Oder das haben, ja, ja. Haben wir das? Nee, ne? Wenn, dann macht der Andi das. Das wäre ja voll geil. Lagerfeuer, ja. Mhm. Stimmt. Das bringt wahrscheinlich auch gut was. Ich habe eine Riesenkröte gefangen. Ey, nicht wegmachen kann, ist so nervig. Ist schon wieder Egel-Andi, oder was? Egel-Andi? Ja, ne, bei mir, ja. Also, bald du kurz ein bisschen über Wasser gehst, instant Egel dran. Okay. Und du musst ja, um das zu erkunden, 18 Flüsse durchgehen. Jo. Voll schlau. Was macht er denn hier? Achso. Da ist wieder so ein Wurfhaken-Ding. Wurfhaken-Ding. Ich weiß nur nicht, ob Lagerfeuer was Neues ist oder. Ob das im Endeffekt einfach nur kleines Feuer plus Steinring ist. Wenn du es nicht weißt, wer soll es dann wissen? Wobei, nee, eigentlich müsste es größer sein, weil du brauchst mehr Stock dafür. Mehr kleiner Stock und Stock. Oh. Dann bastle ich das Ding. Ich höre einen Jaguar. Bitch! Son of a bitch! Shit! Komm, jetzt, ich bin zu müde, Feuer zu machen. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Ah, okay, ja, das klingt. Aber das ist doch bestimmt in den Höhlen, oder? Oh no. Keine, ich glaube, ich krieg jetzt hart aufs Maul, Jungs. Nein, Bruder. Bist du. Hörst du einen Jaguar oder was? Ja, ich sehe ihn auf mich zukommen. Kacke. Und ich bin auf einem Spot, wo ich nirgendwo hin kann, außer offen zu rennen. Hattet ihr diese Höhlenmalereien hier schon gesehen? Mhm. Beziehungsweise ist keine Höhle, also die Malereien. Ich habe einen Wurf. Der muss sitzen. Ja, du bist auch. Ich weiß, wo bist denn du? Kann man zu dir kommen oder ist. Na, hart. Mehr als ein. Bam! Jahr. Er ist tot. Jawoll! Hey, was? Hättest du doch ein bisschen mit dem gespielt, dann wäre vielleicht sicher, dass ihr kann. Bei mir keiner ist, wenigstens. Wie kann ich hier Sachen kaputt machen jetzt? Einfach zerstören, rechte Maustaste zerstören. Ja, aber das geht irgendwie auf dem Feuer nicht. So, den muss ich im Inventar haben, glaube ich. Ey, hier sieht's aber überall gleich aus. Also verstehst du, was ich meine? Ich mein, will das Lagerfeuer kaputt machen. Achso, nee, das musst du, wenn du was gebaut hast, musst du das kaputt hauen. Okay. Sieht überall gleich aus, hier ändert sich nichts an der Vegetation. Na, ich habe was Neues noch gefunden. Ja, da brauchen wir das Kletterseil, Kletterstelle. Aber hey, wir haben schon so viele Kletterstellen gefunden, aber das Kletterseil noch nicht. Das habe ich schon irgendwie nicht richtig. Nie trächtet. Oh, eine Höhle, Alter. Gibt es überhaupt eine Karte? Auf M oder so? Ja. Ah, tatsächlich. Haben wir nur gefunden. Ja, habe ich noch nie drauf gedrückt. Ich habe bisher nur Base gebaut. Basis. Base, Base, Base. Das ist so Erz. Ah, sieht das dumme Feuer wieder aus. Okay. Glut erforderlich. Gut. Ja, da sehe ich Mari. Mari! Was? Wo? Oh. Dich um, Mann. Der Budo. Ey, ich habe keinen. Irgendwie sind die Namen aus bei mir seit der Nacht. Da. Hallo. Hi. Ja, keine Ahnung, ich schleiche hier an dem. Die Egel ab. Achso, ja, das kann ich machen. Ah, ja. Was das noch? Ah, ja. Bitch! Ich warte. Wollte hier weiter einfach mal in der Bank. Ich hab ja. Bitch! Info muss ich noch haben. Ach, komm, Alter, was kann der ja, Typ überhaupt. Ich. Sorry. Ich wollte hier an der Wand. Immer noch? Ich bin ja auch am Rand lang. Nein, ich bin auch am Rand lang gelaufen. Ich kam hier. Ja von da oben.
Hast du gehört? Und, ja, ich kam aber... von da oben. Ah, okay. Ich bin ja rechts rumgelaufen. Von unserem Lager. Du hast auch keinen Bambus gesehen. Die ganze Zeit nicht. Das kann nicht sein. Wir haben so viele Sachen, also wir haben ja mehrere Sachen, die man mit Bambus bauen kann. Ach, da drüben ist die Höhle, ne? Da ist die Höhle, aber ist auch nur Erz. Vielleicht ist das die Bambushöhle. Seid ihr denn komplett links rumgelaufen? Ich bin komplett links am Dings. Mit der Wand die ganze Zeit links an euch? Ja. Vielleicht müssen wir auch erst die Aufgaben machen, bevor wir da hinkommen. Was sind denn die Aufgaben? Die Aufgabe ist... Überprüfe den Ort Lambda 2, na okay, ne? Hier mit dem Zeremonie-Ding. Steht das da? Entzünde ein Feuer unter einem Zeremoniekessel. Ach, ja, das hast du schon auch gemacht, dachte ich. Nee. Ich habe ein Feuer angefangen zu bauen, da ist ja dieser Kessel hier. Dann müssen wir das hier machen. Dann machen wir das doch mal. Dann taucht einfach so Bambus auf, weil wir das gemacht haben. Ploppt einfach irgendwie auf. Schritt 3, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Welche Zutaten? Psychotriaviridis, Blätter und rote Früchte des Buschs. Schritt 4, bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schlüssel. Schlüssel. Klingt irgendwie kryptisch. Und wir müssen Wurfhaken finden, damit wir auch an den Dingern hochkommen, wo wir da nicht hochkommen. Habt ihr verstanden? Ah, macht Sinn. Ja. Ja, dann lass uns doch mal an der zeremoniellen Schlüssel treffen. Vielleicht haben wir alles dabei zufällig. Ich gehe auch gleich mal hingucken. Ja, ich habe auf jeden Fall die Lianen dabei, die wir da brauchen, um reinzuballern. Erstmal bauen wir Stöcke, wir müssen das Ding wieder aufbauen. Also das Feuer unten drunter aufbauen. Das sollte ja das geringste Problem sein. Ah, wer weiß. Vorher kannst du nichts machen, weil du das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Warum liegen ja eigentlich ständig tote Papageien? Also auch nicht. Ist doch geil. Alter, Paranuss. Ich hab eine Paranuss gefunden. Du bist eine Nuss. Selber. Und so eine Bunnies Theriopsis Liane habe ich auch gefunden. Geil. Alter, Paranuss. Geil, hatte ich noch nie vorher. Moin, Marie. Hello again. Oh, und blauer Pilz, unbekannt. Oh, ob ich mich traue, den zu essen. Sigi. Ja, Sigi. Muss man eigentlich, ne? Anders. Feige. Also die Psychotria habe ich dabei. Ja, ich habe die Liane dabei. Ja, bring mal ein paar Stöcke rein, Jungs. Es fehlen noch 5 Stöcke. Ja, das kann auch nicht wahr sein. Die Liane muss als erstes rein, also vorher nichts reinmachen. Ich habe, mir kann, man kann gar nichts machen. Egel. Kannst du mir mal die Egel wegmachen, bitte? Jo, komm her. Schwupps. Ist noch mehr? Ich muss den Weg zurückfinden. War nur einer, oder? Nee, war nur einer. Okay, sehr gut. Müsste auch bei dem Fleisch, müsste was trocken sein jetzt hier. Könnt ihr auch was Richtiges essen. Hm. Ah, ne, ist noch dabei, aber es dauert nicht mehr lange. Wenn ihr Fleisch habt, könnt ihr es auch drauflegen. Das geht schneller als da unten anscheinend. Echt? Ja, bei uns ist es schon fast fertig. Alter! Hä? Ja? Ist auch die Musik? Nö. Gibst du schon wieder Hallus oder was? Nee. Hä? Ich hör keine Musik. Okay, ich hatte was anderes offen. Im Hintergrund ging irgendwas los. Ich dachte echt? So, ja. Ich hab grad gedacht, zwei in-game. Voll witzig. Wird's eingeschnitten. Jo. Oh, ich brauch Fette. Geil wäre, wenn es hier so Riesen-Anacondas geben würde. Warte, ich zeig dir eine, komm her. Wie von dem Film, weißt du? Ja, komm her. Das wäre aber richtig gruselig, ey. Ja, ich habe nichts Fettes zu essen, nur Banane. Ich hab Nüsse. Riesen-Anaconda. Echt, warte mal. Ich hab da auch eine Paranuss gefunden. Ah, okay. Ich sammle die Paranuss gerade mal. Der Maden des Todes an mir, ey. Mein Gott. Ach, Egel. Ja, Paranuss essen. Oh jo, Paranuss gibt gut Fett. 35 Fett, 2 Proteine. Alter. Jetzt esse ich den Pilz, Jungs. Jawoll, 2 Kohlenhydrate, 10 Energie. Nice. Ja. Geil, dass die Pilze hier immer so stark sind in dem Spiel. Jo. Soll ich was reinmachen? Egal, wie giftig die aussehen.
Was steht dran? Psychotria ist schon drin. Banisterio, die Reste müssen da. Was? Banisteriopsis Reste ja, müssen rein. Hab ich. Wo bist du denn da? Hab ich doch auch, Marie. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, Mann. Warte, ich mach rein. Du nur in der Brücke zurücklaufen müssen. Nee, kann ich nicht reinmachen. Hab ich, aber geht nicht. Einfach reinziehen, ne? Ja, geht nicht. Hier. Probier. Da seid ihr da. Kann ich nicht, ich hab keinen Platz im Rucksack. Ja, aber geht auch nicht, der zeigt mir das nicht an, dass das geht. Die wachsen hier hinter, die sind an dem Baum hier. Na, das geht echt nicht. Vielleicht müssen wir warten, bis er durchgekocht ist, oder? Ah ne, das Feuer geht gleich aus, ne? Vielleicht muss man... Ne, zerstören kann man auch nicht. Also, herstellen. Ah ne, das kocht doch, glaube ich, ne? Braucht das noch ein bisschen, meinst du? Oh, alle Spieler erforderlich. Andi. Andi, oh Mann. Was an Egel weg. Egel ja, weg. Es müssen alle Spieler hier hinkommen jetzt. Ja, ich bin schon auf dem Weg, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Geh einfach links an der Wand lang, wenn du rüber gehst, genau. Einfach links halten. Ich komm dir entgegen. Sehr gut, ich bin rechts rüber gegangen. Oh nee, jetzt regnet es wieder, dann geht das Feuer hier aus. Kacke. Ah, ein Fleisch war fertig, hast gegessen, ne? Na, hab ich mitgenommen. Sehr gut. Jetzt heißt die Stadt. Gönn dir. Oh! 2 Fuß Proteine, 14 Fett, 8 Energie. Da mache ich, sehe ich. 3 Geisteszustand. Nice. Aber jetzt laufe ich weg. Ja, komm jetzt mal. Nein, ich muss noch Wasser auffüllen. Alles gut. Wir machen das noch und dann ist die Folge zu Ende. Ich habe schon gedacht, dass irgendwie ich erforderlich bin. Der Schamane. Hommelala. Hommelala. Ja, Maya. Ach stimmt, der kann ja... Das ist ein Federbeinkleid. Aber jetzt geht's los, Jungs. Ich sag doch, in dieser Folge spielen wir das Spiel durch. Alter, ich trinke das. Oh, ich auch. Rip. Nein, ja. Ich auch. Mm, sieht lecker aus. Es sieht echt aus. Nicht heiß. Drin. Gleich gibt's einen Trip. Ist nicht heiß, ey. Ja, stimmt. Einfach so. Das T-Shirt sich halt einfach so rein. Alter. Hey, what are you doing ruhig, here? Hey, Alter, wait. Ein nacktes kleines Kind. What? Ruhe. Der Pedo, ey. Ja, aber echt voll der Pedo, ey. Ja, man kann sich bewegen. Ich laufe hinterher, ich renne schon die ganze Zeit durch den Wald. Ach so, ich. Oh, geile Schmetterlinge, ey. Jo, die blauen, ne, die großen. Ja. Weil jetzt kommen andere. Ah, ne, die sind auch blau. Oh, Türkis, ey. Ja, die sahen anders aus, stimmt. Geil. Ich bin einfach nur blind, ey. Die sind einfach nur auf dem Trip, Jungs. Ey, ich laufe jetzt gegen den Stein. Richtig harter Trip. Deswegen nehmen die Bogen, Alter, weil die sowas dann sehen. Hallo, Mila Kunis. Müssen wir auch mal ein bisschen hier... Ah ja, der bringt uns dann zu dieser Zeichnung, die ich meinte. Rennt in den Stein. Du laberst so viel. Alter, der rennt durch den Stein, ey. Krass, oder? Wo bin ich? Oh, mit der Tell Flashbang, Jungs. Ihr macht die ganze Atmosphäre kaputt. Hä? Seid ihr jetzt auch in diesem... Ja, ja. Ich laufe gerade durch so eine Pfütze in dem Waldding. Jetzt ist nur noch dunkel. Ja, warst du schon Where vor am mir. I? Kid? Sieht voll geil aus, die Baumhöhle. Jo. Kid? Hello? Alter, wir haben gar kein Spiegelbild, ey. Heftig. Der macht auch gar keine Pfützen. Geh zum Antworten. Ist echt so. Jetzt fahren wir in die Dunkelheit. Wer? Is that you? Das war der Moria, Alter. Zum Antworten gedrückt halten. Ah, okay. Ah, oh geil. First contact is always difficult. Schon wieder nackte. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Yeah. Maybe. Oh! It would have been better. Alter, was für Pfeilspitzen sind das, ey. Ey, Spoiler nicht. Sorry. Hey, sieh mir meinen Lendenschutz an. No. Ah, das ist eine Karte. Nice. Mia. I. Mia berühren. Das magst du, ne? Sich in Luft aufgelöst. No. So ein Mist, ey. The
princess is in another castle. Yeah, your princess is in another castle. Many tribes were wiped out, and the rest moved into the jungle. Oh, kann ich wieder laufen? Mist. Da hängt man immer der, ja, ne? Ja. Die haben richtig gute Frisuren, die Jungs, ne? So, mal schauen. Ja. Conquistadores. Am besten war der mit der Landebahn auf dem Stirn. Und mich? Mist. Das ist eine geile Frisur. Häuptling Kiwi. Kiwini. Kiwini. Ah, schon wieder das gleiche, ja. They trusted us. Embraced us as their own. Will die aber auch immer anpacken, ey. Wieso will die nicht die Typen anpacken? Echt? Will er die schon mal anpacken? Ich hab mit den Kindern erstmal gequatscht. Die Kinder angepackt. Ist aber cool gemacht. Oh, ist eigentlich ganz nett hier. Ich hab gelernt. Diesmal bin ich direkt losgegangen und hab mich gewartet, bis der besser. Partystimme. Ja, wir sind einfach Drillinge, ey. Mega. I just wanna. Einfach Drillinge, ey. Oh. Ne, Vierlinge, ey. Die ist auch alleine. Die ist alleine. Hey. Snake. Come in, please. I need you. Puh, ich hab die weiblichen Dinger. Ja. Alle wait, I'm here! Geschenk nehmen. Merkwürdig. Boah, ist das hell. Boah. Ihr seid alle bei 80%, ich warte auf euch. Geschenk geht einfach. Auf andere Spieler warten, 80%. Alle Spieler müssen in der Geschichte zu diesem Punkt gelangen, um fortzufahren. Ja. Mal Flashbang, ey, die waren auch eigentlich vor, ey. Nee. Ja. Nur noch der Andi. Die müssen wir doch hier ein bisschen begutachten. Ich habe noch nicht gestartet, ich bin noch versucht, noch die Egel rauszuziehen. Jetzt guck dir nicht die ganzen Perlen in dem Dorf an. Nee, ich habe kurz Übersicht verloren. Die haben alle was an. Ich hab's überprüft. Immer zu mir und anpacken. Die no. Spoiler, die ist nicht echt. Ich nehme aber mal das Geschenk an. Jo. Häuptling Kiwini. Also ich heiße Jake. Und ihr? Jacke. Was? Ja, ich heiße auch Jacke. So, das stimmt, das hat sie ja gerade gesagt. Das hat Walkie-Talkie in dem Geschenk. Alter, redet bei uns allen. Ja, Mann. Stimmt, liebt uns alle. Alter. Voll die gespaltene Persönlichkeit. Ja, Typen, ich bin der richtige Jake. Nein, ich bin Frau. Jake. Gracias. Gracias a Dios que estás vivo. Me? Suche Hilfe. I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. Obviously, I was hoping voll, you could tell me that. You called me in the middle of the night and I ran out to look for you and deshalb, all I remember is running. Ich blocke sogar dabei. Wait, you fell? Alter, wie hoch du springst, ey. Guck dir das an. Okay, Alter. Breathe. Do you know where you are? Yo. Pass auf, jetzt komm mal hier. I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Ey, sammelt halt nicht ein, ist nicht fertig. So, so geil, wie hoch der springen kann. T, Antworten. Voll der NBA-Spieler. Oh, the village. Recently I found a tribal village. It's deserted though. Not sure why. Is it a large round village? Groß vor allen Dingen. No, rather small. Just a few huts. Da wird gerade voll dunkel. Ah, jetzt kommt das kleine Ding. Ja, ist hier. It's not the main village. It could be anywhere. We never found all the campsites. Hey, there has to be another way. I found a map.
It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can yep. you get there? Not without climbing gear. You tell me. Oh, auf der Karte sieht man sogar die. Mia? Come so again? You're breaking quasi. Up. Without. Du guckst jetzt oh. doch nur. Ach ne, das ist Sascha. Mia! Oh fuck! Die Karte, Battery's ja. dead. Ja, ich, ich gucke mir ins Buch Notes. Wo haben wir denn. Wo sind wir denn gestartet? An dem Sedalix oder was? Ich würde sagen. Ganz unten, mittig vielleicht. Ganz unten, ja. An dem Penissee. Ja, sieht ganz dann aus. Meint ihr? Ah ja, stimmt, doch klar. Ja. Dann ist da ja auch eine Höhle. Ja, ist auch. Wir sind dann hier gerade, da ist der Stein. Wir müssen nach A2, gehen wir da direkt hin? Nee, ja, wir nicht heute. Folge jetzt. Ach, wir beenden die heute. Folge jetzt. Also. Oh, ich kann auch sprechen, wartet, Jungs. Jo, ich spreche auch nochmal. Hallo, oh, ich auch. Mia? Hallo, Mia? There? Hörst du mich? Jake? Oh mein Gott, I'm freaking out here. Akku war leer, sorry. What happened? Battery died. I had to charge it and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me, I... Die Batterie ist leer gegangen, ich musste sie aufladen. Ich habe gar nichts gemacht in der Zeit. Focus on you, okay? Report everything. Obwohl doch gefurzt. I'll always be here for muss eine Bio-Batterie sein. Ja, ach so. Bist du in unserem Zelt? Bitch! Son of a bitch! Does that mean you're in our tent? Yeah! You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. Over and out. I'll be wherever you need me. Man kann schon wieder spielen. Okay. Echt? Will do. Ja, nee. Over and out. Nee. Also Leute, haut rein und rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.